Hallihallo und willkommen zurück bei Ex-Rivers. Hier ist euer Drachenklaue-LP und ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr 2015. Ja, es ist mal wieder ein Jahr um. Mir kommt es so vor, als wenn gestern erst Januar 2014 war, aber das ist egal, wir sind ja hier bei Let's Play X-Rivers und nicht bei Let's Play Wo ist die Zeit hin? Mit einer kleinen schönen Aussicht auf unser Schiff. Da bin ich gerade mal drum gelaufen und da ist mir doch diese gut gezeichnete, hübsche Dame eines Stinktieres aufgefallen. Man nennt eine solche Art der Malerei oder Bilder auch Jiff oder Furry oder Furry, je nachdem. Ist nett gemacht, sieht ganz gut aus. Was wiederum nicht so gut aussieht, sind diese aufgemalten Waffen, die man hier so sieht. Also dieses unechte, das ist der Raketenwerfer. Das ist so, ich vermute mal, das wird hier diese Art Shotgun sein, die man kriegen kann. Das hier unten vermutlich ist der Bergbaulaser. Das ist das MG oder Impulsgewehr. Das da oben weiß ich nicht. Wir müssten eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 Waffen insgesamt irgendwo zusammensuchen können mit den Raketen. Ja, dann werden wir mal das Schiff betreten, werden wir uns mal ein bisschen in den Weltraum begeben. Weil, was ich glaube ich doch so ein bisschen im Kopf habe, ist es ja nun schon einige Zeit her, dass ich aufgenommen habe, ist, dass wir illegale Ware an Bord haben. Und wir deswegen unter anderem nicht zu lange in der Nähe einer Station bleiben sollten. Ach ja, temporäres Passwort. Ups, ich hatte an dieser Station ein temporäres Passwort gefunden. Das ist jetzt natürlich, weg, weil wenn man die Station verlässt, ist dieses Passwort weg. Allerdings habe ich auf dieser Station keine anderen Sachen gefunden, aber eventuell müsste man da noch ein bisschen suchen nach entsprechend der... Oder Leuten, die halt entsprechend diese Sachen verkaufen. Ja, wie sieht's denn überhaupt aus? Was sagt denn... Ah, im äußeren Modus kann ich nicht enter. Also, auf jeden Fall sind unsere... Ist unser Schiff extremst kaputt. Wir haben noch 12% Hülle. Genau, ich war auf der Suche nach irgendwem, der... mir mein Schiff reparieren kann. Dort war ich gerade eben. Muss mich mal an die Steuerung gewöhnen. Ich habe jetzt die letzten Tage... Also ich bin schon seit Anfang des Jahres zu Hause, war aber entsprechend noch beschäftigt unterwegs, wie auch immer. Und kann deswegen erst jetzt wieder aufnehmen. Deswegen gab es dann... die letzte Folge gab es am... 24. Dezember. Das war von mir so eingeplant, dass ich sage, oh, geil, ich werde entsprechend alte Raketen fallen lassen. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Unterhaltungsgeräte. Also keine Raketen. Gut. Kann ich auch mitleben. Die Waffe feuert, ist aber anscheinend relativ stark beschädigt. Dann werden wir einmal eben andocken und mal schauen, ob wir hier einen finden, der reparieren kann. Andock-Erlaubnis erteilt. Ich weiß gar nicht, ob man hier reparieren kann. Oder ob man da speziell auf ein Reparaturabteil muss.
aber wir können uns dann auf jeden Fall hier nochmal so einige Sachen einheimsen. Waffenhändler. Pilot, ich habe hier ein paar großartige Angebote. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Munition aufstocken sollte meiner Meinung dort stehen, zusammen mit Wartung der Lebenserhaltung. Okay. Ja. Ich bin da mal wieder weg. Alle Leute, die so mit einander rumquatschen oder einfach so mal quatschen, ansprechen, Smalltalk machen, immer wieder, da kann man gute Sachen bei rausbekommen. Oder was heißt gute Sachen, aber... Xenon-Technologie in Plutarch händen. Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Sie haben Angst vor den Xenon-Bauteilen? Furchtbar. Bei solchen Aussichten bekomme ich Gänsehaut. Na, nicht ganz optimal. Man kann nicht abstreiten, dass die Xenon noch immer eine der größten Gefahren im bekannten Universum sind. Das wirft ein anderes Licht auf die ganze Sache. Vertrauen in die Blutarch. Bist du Blutarch? Du bist Wollesom. Wollesom Fuchs bist du. Vertrauen in die Blutarch? Hm. Ich habe vollstes perfekt. Vertrauen in die Fähigkeiten von Plutarch, Dinge zu vollbringen, an denen ganze Zivilisationen scheiterten. Ihr Standpunkt, wenngleich ironisch gemeint, ist unangebracht. Plutarch hat keine Idee, womit sie da rumspielt. Diese Unterhaltung hat mich dazu angespornt, ihnen zu helfen. Bereit, ihnen bestmögliche Unterstützung zu bieten. Frage nach Rabatt, Frage nach Bewerber. Geben Gegenständen. Ich glaube, ich habe gerade keinen. Aber was denn zum Beispiel auch noch der Fall ist, wenn man sich mit diesen ganzen Leuten unterhält, ist, dass man bei der entsprechenden Zugehörigkeit der Fraktion, wie auch immer man selbst, Fraktion, Zivilisation, etc., bla bla, bekommt man auch Pluspunkte. Und wenn man denn die Konversation entsprechend gut vorangetrieben hat, dann könnte man jetzt auch noch mal eine zweite Runde spielen, die allerdings schon schwerer ist, weil man muss schon sehr abwägen, was man sagt, weil die sind nämlich ganz schnell gelangweilt. Das haben wir ja in einer der anderen Folgen auch mal gesehen. Frage nach Rabatt, Frage nach Bewerber, gebe Gegenstand. Mannschaft für Großschiff, Mannschaft für Albus Gang, Mannschaft für Station. Frage nach Rabatt. Rabatt auf Station, persönlicher Rabatt. Persönlicher Rabatt. Nach unserem netten Plausch kann ich Sie richtig gut leiden. Von jetzt an erhalten Sie bei jedem Handel, den wir schließen, einen ordentlichen Preisnachlass. Hier wird wieder rumgefallen. Hallo, Pilot. Ja, was gut, kann jetzt, ich für Sie tun? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Selbstredend. Jetzt kriege ich hier zwar gute Beziehung, Rabatte, wenn ich verkaufe, bekomme ich da keinen Bonus. Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Deswegen hat das jetzt so nichts gebracht. Rabatte auf Station. Ja. Gute Reise. Leider nicht dauerhaft. Irgendjemand sagte mir mal, und ich habe mal irgendwie gelesen, es gibt Leute, die... Ach zum Teufel. Warum werden wir immer mit diesem Zeug belästigt? Ah, Techniker. Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Schiff Sie brauchen. Reparieren. Alles für insgesamt 23.066 Credits? Ja, natürlich. Oh, wir hätten uns vielleicht vorher einen Rabatt holen können, aber ganz ehrlich, ich fand das jetzt so günstig. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen irgendwie, was weiß ich, wie viel ausgeben, um dieses Schiff zu reparieren. Mein lieber Freund, warum kann ich kein Smalltalk mit dir machen? Du hast doch gerade gesprochen. Dann tut's mir leid. Dann bin ich wieder weg. Ihr seid alles Lizenzhändler. Dass es diese Highways vor 40 Jahren noch nicht gab, übersteigt schier das Vorstellungsvermögen.
Dann wollen wir mit dir da auch nochmal reden. Und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Wussten Sie, dass es seitdem viele Fortschritte gegeben hat? In der Tat. Wie Phönix aus der Asche. Ein atemberaubendes Entwicklungstempo. Ja, Massenverkehr, wie eine Highways. Wollen wir mal Highways versuchen? Highways gibt es erst seit etwas über 30 Jahren, richtig? Und das Netzwerk wird noch immer ausgebaut. Ja, ja. Ich denke, da gibt's noch mehr dazu zu sagen. Super Highways. Na? Die beeindruckendsten Highways sind die großen, die Super Highways, die ganze Sektoren miteinander verbinden. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Sehr anregend. Das war sehr konstruktiv. Wir sehen offenbar viele Dinge gleich und könnten diese Basis noch weiter ausbauen. Ich freue mich sehr, Sie unterstützen zu dürfen. Frage nach Barat. Was? Frage nach Bewerber. Gegenstand. Geben Gegenstand. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Gegenstände herstellen. Ich könnte Ihnen ein wirklich gutes Geschäft vermitteln, falls Sie interessiert sind. Gute Beziehung, ja. Aha. Angebot von PMC. Vier Warhandel. Bereit für neue Befehle, Sir. Erste Kristalle, Nevidium, Silizium, minus 13%, minus 19%, minus 4%, minus 60%. Der Preis ist um weit über die Hälfte. Aber Rakanas kann keine Silizium. Warum kann Rakana kein Silizium transportieren? Silizium für 79.285 Credits an PMC Mineralbörse in Albion. Aber an. Warum an? Ganz ehrlich, minus 60% Preis, das ist heftig. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, ne? Dass man damit jetzt einen Test machen kann, weil ich das Handeln immer noch nicht so ganz verstehe. Weil hier steht ja zum Beispiel, an PMC, PMC Mineralbörse. So, da steht immer an die Mineralbörse, aber, so, beim Verkauf steht zum Beispiel auch. Achso, das ist ja zum Einkaufen. Deswegen verstehe ich aber nicht, warum da an steht. Und wenn ich jetzt auf Verkaufen gehe, Ware an Station verkaufen. Dann bin ich jetzt zum Beispiel noch pleiterer. 1000 Sitzum für 7200 Credits an. Habe ich ja alles gar nicht. Achso, er will 1000 haben. Das ist etwas falsch geschrieben. Er hat ja nur diese Menge, deswegen steht da immer diese Menge dran. Und er will auch zum Beispiel nur diese Menge. Oder hat diese Menge. Irgendwie so. Gut, dann... Es ist schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass es vor 40 Jahren gar keine Highways gab. Ey, alle wollen sich hier reden. Was kann ich für Sie tun? Ich will nicht mit dir reden. Ich habe Sie hier angeguckt. Sie hier. Ah... Beginnen wir mal ins Smalltalk. Wussten Sie, dass es seitdem viele Fortschritte gegeben hat? Richtig. Und seitdem wurde immer atemberaubendere Technologie entwickelt. Technologie. Wollen wir mal mit der Turbotechnologie reden? Nein, das war ja noch schlechter als sonst. Turbos sind heutzutage viel effizienter. Ich kann Ihnen nicht in allen Punkten zustimmen. Großschiff-Turbos? Turbos ohne zusätzlichen Treibstoffbedarf sind heute Standard bei allen Großkampfschiffen. Sie bedeuten einen großen Sprung nach vorn in Sachen Mobilität. Ich wette, so sprechen Sie mit allen Mädchen. Sprungantrieb? Nein. Die Sprungantriebe sind schon eine feine Sache, nicht wahr? In diesem Feld wurden viele Fortschritte erzielt. Ich wette, so sprechen Sie mit allen Mädchen. Dieses Gespräch war für uns beide sehr erquicklich.
Ich würde das gerne okay. auf die nächste Stufe heben. Wie kann ich helfen? Ich kann nach Rabatt fragen oder halt nach Bewerber. Als Dankeschön will ich Ihnen von einem fantastischen Angebot erzählen, das es nur für kurze Zeit gibt. Rabatt freigeschaltet. Angebot von PMC. So, was haben wir denn jetzt für neue Befehle, Sir? Wahre Fortschritts... Jetzt sind wir bei 66%. Okay, sollten wir jemals Ware kaufen? Also, Ware brauchen, ne? Ganz ehrlich, sollten wir da jemals was brauchen, müssen wir mit diesen ganzen Leuten auf der Station sprechen. Silizium, minus 66%, das ist so ein hammergeiles Angebot. Da kann man sich ja hier in diesem Spiel einfach nur dumm und dämlich verdienen. Aber, also, wenn ich das richtig sehe, dann lohnt sich das richtig extrem, sich darum, also darum zu laufen und entsprechend mit diesen ganzen Leuten zu sprechen und zu sagen, hier, schau mal da und wir wollen gerne dies und jenes und dann sagt man, ja, und hast du denn einen guten Rabatt für mich? Ja, klar, Diamanten, fast umsonst. Mechanikerin. Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Handel! Waffen! Zeigen Sie mir bitte Ihre Waffen. Selbstredend. Berg. Laser. Slot 1, 2, 3. Slot 4 hat er gar nicht erst. Ja. Oh nein. Wie sieht's denn schildtechnisch aus? Selbstredend. Schutzschild MK1 habe ich eingebaut. Oh. Schutzschild MK4 für 3,2 Millionen. Ja, warum auch nicht? Was hat das denn? Oh, 60. Da kann ich mir auch eh nur eins von kaufen. Mit dem Behemoth Mark II kann ein Schiff einigen Schaden. Ja, okay. Zeigen Was Sie sagen denn die Antriebe? Das ist erstklassige Ware. Sie können meine Mutter fragen. Supercharger-Antrieb hat 240. Der Nivelle hat 180. Der Sidewinder hätte auch nur 180. Nivellantrieb verkaufen für 10.773 Credits? Das muss ja ein echt günstiger Antrieb sein. Software. Oh, Handelscomputer. Zielerfassungserweiterung MK2. Das wäre eigentlich eine Sache. Später eigentlich doch, glaube ich, recht interessant sein könnte, weil man damit natürlich auch seine Trefferwahrscheinlichkeit sehr erhöht. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Waffe nicht vernünftig trifft, aber das kann mich auch täuschen. Wir haben hier jetzt eigentlich erreicht, was wir wollten. Ich wollte mein Schiff reparieren. Ich wollte es eigentlich nicht ausschließlich nur in dieser Folge hier machen. Aber ich würde aber sagen, wir kehren mal zum Schiff zurück. Verziehen uns gleich mal ganz schnell, dass sie auch nicht auf die Idee kommen, mich zu scannen. Und wir sollen ja nach... in irgendeine unbekannte Zone. Oh, schön sind wir wieder repariert. Ganz, ganz schön. Und ich muss mal kurz das Mikro bewegen. Wir wollen nach... wie waren denn jetzt meine Missionen? Zwei Info. 5 Missionsmanager. Schatzsuche schwer... Ja, Schatzsuche schwer habe ich mir übrigens angeschaut. Ich habe da ehrlich gesagt im Internet geguckt.
was es mit dieser Mission genau auf sich hat. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir die im Let's Play machen werden, weil diese Schatzsuche beinhaltet das Suchen von Containern, die einem aber weder angezeigt werden, noch gesagt werden, wo diese sind. Das heißt, man sucht sich theoretisch eigentlich dumm und dusselig. Ich habe mir da mal angeguckt, wo hin und wieder mal ein Container liegt. Und es ist teilweise sehr interessant, wo die Leute diese Container gefunden haben, weil da wird überhaupt gar keiner auf die Idee kommen zu suchen. Also zumindest ich würde nicht auf die Idee kommen. Auf jeden Fall gibt es, wenn dann überhaupt, nur die Möglichkeit, wenn ich eine Liste hätte, dass wir diese abfliegen, ganz gezielt. Weil so aus dem Kopf im Let's Play, ey, da würdet ihr mich alle schlagen. Da würden wir 20 Folgen dran sitzen, um einen Teil zu finden und hätten 25 Mal dieselbe Stelle abgesucht. Also nein, ich mag solche Missionen auch überhaupt nicht, wo man irgendwie blind suchen muss, weil du kannst da jeden Quadratzentimeter zum Beispiel von der Station absuchen, weil da könnte ja so ein Teil liegen. Also ist ehrlich gesagt nicht so wirklich einfach. So. Wir sollen zur AEC Energiematrix. Ich werde heute mal eine etwas längere Folge machen. Schafft mir jemand diesen Quellgeist? Entschuldigung. Warum nimmt er denn manchmal meine Maustaste nicht an? Oh, habe ich ihn aus dem Highway gekickt. Suchen Sie woanders nach Ihren schmutzigen Profiten. Ach, schön. Erreiche versteckter Unterschlupf. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Oi, in 64 Kilometern. Ah, auf die Entfernung werde ich definitiv nicht treffen. Mannschafts- und Ausrüstungsträger. Mannschafts- und Ausrüstungsträger. Ja, Sir. Das ist jetzt aber nicht der Befehl, den ich an die Rahanas gegeben habe, oder? Kapitän Flottkola, Feind angreifen, Feind angreifen. Bitte was? Ich kann meiner Rahanis den Befehl geben, einen Feind anzugreifen. Das war der Mist. Das ist doch keine Kampfeinheit. Ich meine, ich habe einen Verteidigungsoffizier drauf, aber der soll verteidigen und nicht angreifen. Das. Ja. Aber zumindest weiß ich schon mal, dass es funktioniert und dass man sich damit so einigermaßen wohl seine Schiffe auch schützen kann. Der ist jetzt ernsthaft? Befehle! Feind angreifen! Greife Mannschafts- und Ausrüstungsträger an! Nicht schlecht. Ich will da jetzt aber nicht hinfliegen, ganz ehrlich. Das ist mir zu weit entfernt, aber es ist extrem interessant, dass die Rahanas den wirklich angreifen will. Bewegt sich das Ding eigentlich oder bewegt es sich nicht? Das ist eine sehr gute... Das ist nicht meine Rahanas, oder? Nein, das ist nicht.
Bewegt sich Weinera Harnas oder bewegt sie sich nicht? Ich frage mich auch gerade, ob sie den jetzt angreift oder nicht. Da flog, war das eine Rakete, die da flog? Ah, er kommt auf mich zu. Hallo, Kumpel! Alter, du Hund. Alter, wie viele Kilometer waren der jetzt entfernt mit Mal? Was hat denn der für einen Schub gekriegt? Ach so, weil es hier weiterging. So, jetzt muss ich aber mal eben nach meiner Rahanas gucken. Ihr wollt ihn nämlich gerade angreifen. Nein, nicht angreifen. Nicht mehr angreifen, rufen. Komm, geöffnet, Sir. Folge mir wieder. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Gut. So, wir sollen jetzt, genau, von dieser Station sollen wir, also von dieser Station, das scheint nochmal wieder ein eigener zu sein. Von dieser Station sollen wir, flieg mal hin, ein bisschen Energie kaufen. Jetzt würde ich aber gerne, Energiezellen, Menge, 31, Alter, stopp. Das können wir auch einfacher machen. Wir können ja einfach mal Enter drücken und 4 drücken. Neue Befehle, Sir. Waren von Station kaufen. Okay, ich hab's mir einfacher vorgestellt. Ich muss es anscheinend erstmal erkunden. Erstmal die Station überhaupt scannen. Gut, dann scannen wir mal die Station, schauen mal, er sagt uns ja hier schon was von wegen, zum Beispiel plus 19%. Und da wäre ja vielleicht mal interessant zu wissen, ob praktischerweise wir den Preis drücken können. Ob wir denn, wenn wir mit Leuten sprechen, praktischerweise super Angebote bekommen. Dass wir dann sagen, hey, mein lieber Freund, wir kaufen die Energiezellen einfach nur noch für einen Credits ein. Ich meine, wäre ja vielleicht theoretisch gar keine so schlechte Idee. Wenn man das hinbekommen könnte, würde, tut, wie auch immer. Wow, das ist nicht gerade preiswert. Indem man Stationen genügend Beachtung schenkt, ist es möglich, bessere Geschäfte mit Rabatten und Provisionen zu machen. Einmal habe ich ein Kühlmittelleck in einem Lagerbereich ausgemacht. Damit ich den Mund halte, hat man mir einen Rabatt von 50% auf ihre gefrorenen Produkte gegeben. Ich bin überrascht, wie gut Kühlmittel mit Eiscreme zusammenpasst. Kühlmittel mit Eiscreme, schmeckt bestimmt gut. Ja, wollen wir mal ein bisschen die Station hier aufklären? Wir haben eine Provision erhalten. Lieferantenkrise, Stufe 4. Ja, es ist schön, dass ich eine Provision erhalten habe. Ehrlich gesagt steht der Preis aber immer noch bei plus 19%. Darauf haben wir ja bekommen, aber Essen will ich ja gar nicht kaufen. Geht ja darum, dass ich das günstiger einkaufen möchte, deswegen, ich musste aufpassen, dass sie mich nicht mit mal scannen und ich das nicht mitkriege, weil sonst wollen sie mich tiefkühlen. Also, naja, tiefkühlen nicht, aber sie wollen mich dann kalt machen. Wobei in dem Weltraum tiefkühlen vielleicht doch schon passen würde.
Na, gibt es hier keine Teile zum Aufklären? Keine Informationspole dran? Ah, ist ja schlimm. Was liegt denn da für ein... Hier war eben gerade so ein großes, großer Roter. Aufrutrupp Droslan. Da muss ich mich aber nicht nochmal mit anlegen. Freunde. Da muss ich mich nicht nochmal mit anlegen. Beim letzten Mal war unser Schiff so gut wie kaputt. Und wir klären den noch eben auf. Dann begebe ich mich hier hin. Lalala. Da habe ich gerade Tab gedrückt und er sagte mir... Schauen wir mal, was wir finden können. Informationen über bestimmte Stationsteile kann man nur mit Scannerdrohnen erhalten. Jede Information, die du über ein Objekt herausgefunden hast, wird in dessen Infomenü angezeigt werden. Ah, bestimmte Informationen nur mit Drohnen. Gut zu wissen. Ja, diese Folge hat ein bisschen Überlänge. Wir sind bei knapp 31 Minuten, irgendwo mal gleich bei 32 Minuten, wenn ich so weitermache. Das war für Anfang des Jahres 2015 die erste Folge X-Ribbes wieder mit ja über 30 Minuten Aufnahme. Ich hoffe, ihr guckt sie euch trotzdem an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und hoffe auch, dass ihr mir 2015 treu bleibt und eventuell vielleicht auch noch ein paar andere Projekte von mir anschaut, die im Laufe dieses Jahres noch kommen werden. Bis dann, euer Drachenklaue LP.